Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Schicksalsmelodienbox von Eisbrecher. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxenhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schicksalsmelodien von Eisbrecher, das Ganze am 23. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist kein reguläres Album der Band, sondern es ist ein Coveralbum. Bedeutet, wir haben hier diverse Tracks von anderen Bands, die hier von Eisbrecher neu interpretiert wurden. Ja, als erstes werden wir wie immer die Folie abmachen. Schneiden wir hier mal auf. So, und dann schauen wir mal, dass wir die Folie hier abbekommen. Wunderbar. So, also wir haben hier eine quadratische Box. Hier lesen wir oben den Namen der Band Eisbrecher, darunter den Albumtitel Schicksalsmelodien. So sieht das Cover aus. Wir haben hier so einen toten Kopf, der hier mit Kopfhörern und Sonnenbrille ausgestattet ist. Auf den Kopfhörern hier das Eisbrecher-Logo, die zwei Eispickel. Und dann haben wir hier in der Sonnenbrille auch noch türkise Lichtstreifen. Sieht so ein bisschen nach Neonröhren aus, die sich hier spiegeln, also schwarz und türkis hier. Die Farben, die das Artwork bestimmen. Hier auch nochmal das Logo von Eisbrecher. Auf der Seite Schriftzüge. Nochmal Logo und nochmal Schrift. Und auf der Unterseite haben wir die fünf Bandmitglieder, die Eisbrecher bilden. Also Alex, Noel, Jürgen, Achim und Rupert. Alle hier an einem Tisch versammelt. Sieht so ein bisschen nach Verhörraum aus. Und das Ganze ist sogar auch limitiert und durchnummeriert. Wie wir hier sehen, ist die Box auf 2500 Stück limitiert. Und meine Box ist in diesem Fall die 1977. Jawohl. So, dann haben wir hier den Boxinhalt. Diese Box enthält Album als Digipack, Gürteltasche, Sonnenbrille, Schweißband, Lanyard, also ein Schlüsselband, Sticker, Postkarte, dann hier noch die Logos, die Labels und natürlich ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel, der ist abnehmbar. Den kann man hier runter machen. So, von innen in schwarz. Und hier kommt uns der Inhalt entgegen. Als erstes einmal das Etui. Ich schätze mal, hier ist die Sonnenbrille drin. Dann haben wir hier die Tasche. Als nächstes das Album an sich im Digipack. Eine Postkarte. Und ein Sticker. Genau. So, dann machen wir den Boxdeckel wieder drauf. Und schauen uns das mal an. So, die Box zur Seite. Ein Inhalt ist hier in Folie. Ansonsten alle Sachen ohne Folie. Das Album, das ist ja meistens so. So, schneiden wir mal hier auf. Gut. So. Also, das ist es. Das Album Schicksalsmelodien kommt hier, wie gesagt, im Digipack. Das Cover, wie auch schon auf der Box. Auf der Seite lesen wir auch wieder Eisbrecher Schicksalsmelodien. Dann haben wir hier wieder Logos, Labels, Barcode und hier ist dann die Tracklist. 15 Tracks. Viele davon werden bekannt sein, also die kennt man vom Hören. Hier zum Beispiel 1, 2, Polizei oder auch Goldener Reiter, Stoßgebet oder Disco in Moskau, Out of the Dark von Falco, auch natürlich sehr bekannt. Also so für Eisbrecher entscheidende Lieder oder Lieder, die so ihr Leben und ihr musikalisches Werk geprägt haben und die hat man hier eben. Denen hat man hier Tribut gezollt und das hier neu interpretiert. So, hier haben wir so einen alten Kassettenrekorder, so ein altes Teil. Dann schauen wir mal ins Booklet. Ah, okay, es ist tatsächlich ein Posterbooklet, das wir hier so aufklappen können. Moment. So, also hier im Querformat das Poster. Auch hier wieder die fünf Herrschaften in diesen türkisen Neonröhren hier eingearbeitet, also die stehen hier inmitten dieser türkisen Neonröhren. Dann oben rechts wieder der Schriftzug Eisbrecher und auf der Rückseite
haben wir dann auch nochmal 5 Einzelfotos der Bandmitglieder und hier die Doppelseite, die beinhaltet die ganzen Credits. Also wir haben hier natürlich die Info zu den Tracks, woher die kommen, woher die genommen wurden, wer die originalen Interpreten sind. Dann hier noch die gesamten Infos zu den Tracks und hier natürlich noch die Credits zu Eisbrecher und zum Album. Okay, so, dann packen wir das Ganze wieder zusammen und stecken das Booklet wieder zurück in die Tasche. Dann kommen wir zur CD. Die ist auch wieder in dieser Totenkopf-Optik. Also hier wieder der Schädel mit Sonnenbrille und Kopfhörern. Schwarz-Türkis. Dahinter wieder in Schwarz. So, als nächstes haben wir die Sonnenbrille. Die kommt hier in so einem kleinen Stoffbeutelchen. Eisbrecher Schicksalsmelodien. Und das Ganze hier dann auch noch mit 2 Schnüren. Also man kann das natürlich dann auch zuziehen oder irgendwo anhängen. Die Sonnenbrille kommt ja auch nochmal in Folie. Und die sieht so aus. Hier der Beipackzettel, den erspare ich euch an dieser Stelle. So, und dann kann man hier aufmachen, die Bügel. So, das ist die Sonnenbrille hier in Schwarz. Also die Gläser sind transparent, wie wir sehen können. Dann lesen wir hier Eisbrecher. Nur einseitig. Die linke Seite ist blank schwarz, rechte Seite ist bedruckt. Ja, klassisches Modell, so eine Wayfarer. Und ansonsten, was lesen wir hier? Kategorie 3, okay. Ja, also eine klassische Sonnenbrille hier in Schwarz mit dem weißen Eisbrecheraufdruck hier auf dem rechten Bügel. Und dazu eben das passende Etui, dieses kleine Stofftäschchen. Okay, so, dann gibt's einen Sticker. Der kommt quadratisch hier mit dem Albumcover. Ein Sticker mit dabei. Eine Postkarte mit dem Motiv, das wir auch auf diesem Booklet-Poster hatten. Also die Band hier abgebildet in diesen Neonröhren hier. Und das Ganze hier oben dann noch rechts beschriftet mit dem Eisbrecher-Schriftzug. Und hier nochmal das Logo. Also Postkartendesign, Format A6 müsste das sein. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch eine Tasche, also Gürteltasche, beziehungsweise ich nenne sowas eher eine Bauchtasche. Die kommt hier in Schwarz mit weißem Aufdruck. Hier lesen wir auch wieder Schicksalsmelodien 2020 und EB. So sieht das aus, ansonsten hier in Schwarz. 2 Taschen haben wir hier, einmal eine kleine. Oh, stimmt, da war ja noch was. Hier sind noch mehr Sachen drin. So, hier die Vordertasche. Und die etwas größere dahinter. Also 2 Taschen hier mit dabei, die jeweils hier mit Reißverschluss herkommen. Machen wir mal wieder zu. So, und das Ganze hat dann natürlich hier den Gurt, den man sich dann um die Hüfte, um die Schulter, wie auch immer man das tragen möchte, machen kann. Und den Gurt kann man natürlich auch Größen verstellen, je nachdem anpassen. So, und dann kommen wir noch zu 2 weiteren Inhalten, die ich jetzt fast schon vergessen hätte. Die waren hier noch versteckt in der Bauchtasche. Und zwar einmal hier ein Schweißband. So, das hält das in Form. Also, das ist das Schweißband in Schwarz. Auch hier wieder Eisbrecher-Logo kreisförmig. Kann man sich dann natürlich hier auf die Hand machen, auf den Arm. Moment. So, so sieht das dann aus. Hier kann man dann Eisbrecher repräsentieren. Hier haben wir noch einen Sticker drin. Hier lesen wir Made in China. Grüße gehen raus. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diesen Lanyard, also diesen Schlüssel, dieses Schlüsselband. Auch hier wieder gebrandet mit Albumtitel und Bandname. Hier unten mit Plastikschließe. Kann man hier dann entsprechend abnehmen. Und wenn man möchte, auch einfach nur den Karabiner tragen. Oder halt gesamt mit diesem Schlüsselband dazu. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Schlüsselband hier in Schwarz. Dann das gezeigte Schweißband mit dem aufgenähten Eisbrecher-Logo. Die Bauchtasche. Dann die Sonnenbrille, die hier mit diesem kleinen
Aufbewahrungsbeutelchen kommt. Die Postkarte mit allen 5 Herrschaften abgebildet. Der Sticker quadratisch mit dem Albumcover. Und natürlich das Album an sich, Schicksalsmelodien von Eisbrecher im Digipack mit insgesamt 15 Tracks. Und da drin befindet sich auch noch ein Posterbooklet. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Schicksalsmelodien von Eisbrecher. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eisbrecher unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.